Hallo, zurück bei L.A. Noire. Da das Spiel ja nicht mehr so lange dauert, dachte ich, könnte ich ja mal wieder fahren, auch wenn es eine Katastrophe wird. Upsala. Ich wollte eigentlich wirklich jetzt ausweichen, aber es ist aber auch nicht gerade einfach, muss ich sagen. Die Steuerung. Und noch ein Stückchen vor, dann muss ich abbiegen. Ach, jetzt stehe ich ja auf der falschen Spur. Gut, so machen wir es. KTI Los Angeles, Eugene C. Windle Incorporated, Da broadcasting gibt es bestimmt wieder Copyright-Probleme durch diese Lieder. Ist unglaublich eigentlich, dass die gesperrt sind. Dass ich dadurch manchmal echt die Parts. Ah, ich habe doch gebremst, aber die Bremsen waren damals wohl nicht so gut. Also das bei so solch alten Liedern ist, dass dann meine Parts dann doch gesperrt werden. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, sicher. Ich muss doch langsam mal abbiegen jetzt hier irgendwann. Jetzt kommt schon wieder so ein Lied. Ich glaube doch, die Sirene bringt doch irgendwie was. Okay, zu spät gebremst. Ah, da ist es doch. Also, ah, jetzt wollte ich schon wieder fragen wegen Blinken. So, ich habe es geschafft, wenn auch nicht gerade sehr toll gefahren. Chapmans Apartment. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. He's out somewhere. There's some kind of problem. Halt, es brummt. Das ist doch wieder diese Spirale. Schau mal an. Wieder das. Hier sind nur die drei Dinge, die wir uns ansehen können. Ins Haus kommen wir leider auch nicht rein.
ist natürlich ziemlich blöd. Hier brummt nirgendwo was. Warum komme ich da jetzt nicht rein? Das gibt's doch wohl nicht. Ich will da rein. Was ist das hier? Das anscheinend nichts von Bedeutung. Halt! Ach, das ist nur das. Ich dachte, sonst was wäre es noch. Ich gucke jetzt einfach hier nochmal rein, ob ich doch was übersehen habe oder was. Aber kann ich das irgendwie... Ja, irgendwie habe ich das übersehen. So, das... Oh! Jetzt wollte ich mir das andere nochmal angucken. Aber das war wohl das Entscheidende. Ja, natürlich. Was auch sonst. Er musste ja jetzt noch fliehen. She must have dropped the trolley. We gotta move fast, Cole. I'll call this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGB. Ah, verflucht. Ich dachte, ich könnte ihn aufhalten gerade. 11K requesting assistance. Ja, hör auf zu quatschen hier. 1110 University Streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Jetzt bin ich vor ihm! Oder? Wo ist er? Bin ich blind? Hä? Ich hab den irgendwie gar nicht gesehen. Ach, sei doch still. Oder ist er der Straßenbahn oder was? Kann aber nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Och, hallo. Geh mir aus dem Weg, ey. Warum fährt er denn nicht schneller? Ich drücke und drücke. Ja, ich weiß. Vor allem, er schießt da voll auf die Straßenbahn. Da sind doch noch andere drin. Bis ich das jetzt mal gecheckt habe, dass er überhaupt in der Straßenbahn ist, habe ich gar nicht irgendwie... Ach ja, Mensch. Ob ich mich einfach mal vor die Straßenbahn schiebe? So, jetzt. Wo ist er? Ja, geht ja nicht anders. Ich muss ihn jetzt wo erschießen. Er hat ja nicht aufgehört. Ich habe versucht zu schlagen, aber... Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. Seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? Fires benefit a lesion in some way. I see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman.
Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. What the hell kind of desk do you think I'm running here, Phelps? You think you could waltz around this city starting riots, harassing pillars of the community, and wantonly destroying the property of the LA Transit Authority? I don't care if you're not happy slumming it in this squad. You either get yourself squared away or hand in your goddamn badge. You're on street duty until further notice. Get out of my sight! Krieg ich schon wieder Ärger. War ja klar. Also wenn man hier nicht automatisch immer weiterkommen würde, ich glaube, ich würde bestimmt, ich wäre bestimmt kurz nach dem Anfang, wäre ich schon suspendiert worden. Wo sind wir jetzt? Oh. Aha. Sehen wir mal mehr. A letter from Bill. His insurance policy named me beneficiary. California fire and life. We look for evasion. The roof that he was working on collapsed. Very generous settlement. Elsa. Something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? You want to find out what happened to Lou? Why would he help Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you take this money and let them get away with it, or we can get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Leave me, Elsa. I'd like to come with him. It's too late. Years too late. Mm-hmm. Also ich weiß nicht, für mich sah das jetzt schon eindeutig aus, dass da zwischen den beiden was läuft. Ich glaube jetzt nicht, dass er so tut, oder? Also es sieht für mich schon eindeutig, wirklich eindeutig danach aus, dass er was mit Elsa hat. So, ich habe natürlich wieder ein bisschen abgelost, obwohl ich fast alle Hinweise gefunden habe. Sachschaden 429, naja, was soll's. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.